Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es bestimmt alle schon mitbekommen, Riverdale bekommt noch einen weiteren Ableger bzw. ein weiteres Spin-off. Das erste war ja Sabrina und das nächste heißt Katie Keene. Und was ich richtig cool finde, ist, dass Lucy Hale die Hauptrolle spielt. Sie spielt Katie Keene und aus Riverdale spielt auch jemand mit und zwar die Josie McCoy, also die Sängerin der Pussycats. Ich wollte gerade Pussycat Dolls sagen. Und ich finde es richtig cool, weil ich ja Sabrina zum Beispiel jetzt gar nicht so schaue, weil es gar nicht so mein Ding ist, aber ich finde also mit Lucy Hale, da muss ich auf jeden Fall reingucken. Ob es jetzt so ein bisschen übernatürlich auch wird, kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube es allerdings nicht so sehr, weil Riverdale ja selbst auch nicht so übernatürlich ist, obwohl ja die Comics ein bisschen übernatürlich waren. Und nur Sabrina ist schon übernatürlich. Und ich mag ja übernatürlich gar nicht, deswegen bin ich ganz froh. Aber ich bin mega gespannt. Und ich wollte euch jetzt ein bisschen erzählen, was eben da passiert in der neuen Serie. Erstmal zum Inhalt. Es geht um vier Frauen, junge Frauen in New York. Also es spielt nicht in Riverdale, sondern in New York. Und es spielt einige Jahre nach Riverdale. Also deswegen ist es auch nicht sicher, ob die Serien ineinander verfließen. Also ob Lucy Hale mal in Riverdale zu sehen ist oder Archie Andrews in Katie Keene. Aber da ja die Josie auch rüberrutscht in die andere Serie, die ja übrigens dann vielleicht auch bei Riverdale aussteigt, weil sie dort eine Hauptrolle bekommt, kann es sogar sein, dass die in der Serie das verändern und es auf die gleiche Zeit machen. Weil Josie kann ja nicht in 20 Jahren so aussehen wie jetzt oder so alt sein wie jetzt und sie spielt ja sich selbst. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die das eben nicht so machen wie im Comic, dass es Jahre später spielt, sondern dass es zur gleichen Zeit spielt. Lucy Hale, also Katie Keene, ist eine aufstrebende Modedesignerin, die als Personal Shopper in einem Luxuskaufhaus arbeitet. Und irgendwie, finde ich, erinnert mich das alles so ein bisschen an Gossip Girl, weil es halt auch in New York spielt und dann mit dieser Mode und so weiter. Und die Josie ist Musikerin natürlich, weil sie ja in Riverdale auch Musikerin war. Und ja, alles ist so ein bisschen spannend. Ich glaube, einer der anderen beiden Hauptdarsteller ist dann irgendwie Model oder so. Es geht auf jeden Fall um Freundschaft und auch um Dating und ich habe auf den Bildern, auf den ersten Bildern vom Set gesehen, dass Lucy Hale einen Heiratsantrag schon bekommt, direkt am Anfang wohl. Finde ich ganz witzig. Leider nicht von Ezra Fitz. Und was auch krass ist, ist, dass die Serie so ein bisschen im 80er-Look gedreht wird. Also Katie Keene grundsätzlich ist so ein bisschen so Pin-Up, so wie Katy Perry. Deswegen haben auch viele immer gesagt, Katy Perry macht Katie Keene ein bisschen nach oder inspiriert sich an ihren Looks. Und man hat bei den ersten Bildern vom Set jetzt auch gesehen, dass Lucy Hale als Katie und eben auch die Josie so ein bisschen 80er Jahre Klamotten tragen. Also sie sind so ein bisschen Pin-Up-mäßig gestylt. Ich verlinke hier drunter mal die ganzen Bilder. Ich möchte die nicht einblenden, weil da kann man immer ein bisschen Ärger kriegen, weil es ja Fotografenbilder sind. Aber ich kann hier drunter mal die ganzen Links posten, die ich bei Instagram gesehen habe, wo die Bilder zu sehen sind von den neuen Darstellern und von den Looks. Die Serie soll auf jeden Fall noch 2019 starten, heißt es. Kann natürlich wieder verschoben werden, aber aktuell ist das der Stand. Und das finde ich richtig cool, weil es ja erst jetzt seit ein paar Tagen gedreht wird. Und ja, ich finde es super. Was mich ein bisschen stört, ist, dass Katie Keene eine Drama-Musical-Serie werden soll, eventuell. Ich mag ja keine Musicals, also High School Musical fand ich cool. Aber ich mag jetzt zum Beispiel nicht die Musical-Folge bei Riverdale oder bei PLL gab es eine Musical-Folge? Nee, aber da gab es so eine Schwarz-Weiß-Folge, die fand ich auch doof. Ich mag halt normal. Und wenn die jetzt alle singen dann ständig, ja stimmt, Lucy Hale kann ja auch singen. Oh, das kann echt sein. Vielleicht gefällt mir die Serie doch nicht so gut, wie ich dachte. Aber vielleicht machen sie es auch voll cool und dann gefällt es mir. Ich weiß es ja noch nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Aber ja, ich hoffe, dass sie jetzt nicht nur singen, so wie bei Glee oder so. Ich wollte noch kurz sagen, dass Lucy Hale im Dezember auch zur deutschen Comic-Con nach Düsseldorf kommt. Oder was, Dortmund? Dortmund. Ich wollte noch kurz sagen, dass Lucy Hale im Dezember auch zur deutschen Comic-Con nach Dortmund kommt. Ich verlinke auch mal hier drunter den Link, da könnt ihr mal gucken. Da kommt auch Charlie Sheen und so. Aber ja, vielleicht habt ihr ja Lust hinzugehen. Und Tickets sind natürlich wieder teuer, wie immer bei sowas. Also so mit den Re-Tickets gibt es da wieder. Aber cool ist es natürlich schon, dass sie nach Deutschland kommt. Viel mehr Infos zur Serie habe ich noch gar nicht. Es gibt schon ein paar weitere Darsteller, aber die kannte ich jetzt alle gar nicht. Deswegen ist es jetzt auch Quatsch, die zu zeigen. Es ist so eine Blonde dabei, die so ein bisschen spießig aussieht. Ich verlinke ja eben unten die Bilder, da seht ihr die dann auch mal. Ich poste den Link mit rein. Weitere sehr bekannte Schauspieler gibt es bisher noch nicht. Also die anderen Schauspieler, die bisher bekannt sind, sind eher sehr unbekannt. Die haben oft
gerade mal so 5000 Abos auf Instagram. Finde ich eigentlich ganz cool, dass mal so neue Gesichter kommen. Auf jeden Fall freue ich mich mega auf die Serie. Ihr müsst mir mal drunter schreiben, ob ihr die Serie auch gucken würdet. Und schreibt mir mal drunter, wen ihr euch noch wünscht, der da mitspielt. Wenn ihr euch aussuchen könntet, wenn noch eine Person mitspielt, wer das wäre. Das würde mich sehr interessieren. Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr bei meiner Instagram-Seite mal vorbeischaut und mir ein Abo dalasst, wenn ihr das nicht schon habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!